Mein magisches Haustier Morphin kann sich in alles verwandeln, was ich will. Morphin, verwandle dich in eine Schildkröte. Hey, Mila und Morphel, ein Motorbootrennen fängt gleich an. Wollt ihr mitmachen? Ja. Klar. Morphel, verwandle dich in ein Motorboot. Und alle sind da. Okay, das Rennen beginnt in 3, 2, 1, los! Hilfe! Wir müssen ihm helfen, Morphel. Danke. Helfen wir ihm von den Felsen runter, Morphel. Danke, großes, lebendiges Boot. Aliens! Aliens! Wo kam das denn her? Morphel Schiff! Warum hast du den Bootfahrer hochgebeamt? Welchen Fahrer? Ich habe nur eine Wolke für meinen Planeten hochgebeamt. Oh, ich habe ihn nicht gesehen. Du solltest in Zukunft echt vorsichtiger sein. Das werde ich. Danke. Wir haben dich fast, Schildkröte. Wir müssen ihr helfen, Morphel. Morphel, Hilfe! Und wir haben einen Gewinner. Tut mir leid, große rote Schildkröte. Morphel nicht Wettrennen gewonnen, aber Freund dazu gewonnen. Diese Giraffe sieht krank aus, Morphel. Oh, Mila, Morphel, wie schrecklich. All die Tiere hier haben die Tiergrippe und müssen dringend zum Doktor. Wir können helfen, Zoowärter Kenneth. Morphel, verwandle dich in einen Krankenwagen. Hm.
Kommt rein allesamt. Euch wird es schon bald deutlich besser gehen. Bist du nicht froh, dass die Tiere jetzt beim Doktor sind, so wer der kenne? Doch, natürlich. Ich bin froh darüber, Mila. Aber heute Nachmittag kommen eine Menge Leute zum Zoo. Und da werden keine Tiere sein, die sie besuchen können. Ich denke, ich weiß, was wir tun können. Los geht's zum Zoo. Morphe, verwandle dich in ein Känguru. Großartige Idee, Mila. Das könnte funktionieren. Schau, Großmutter, ein Känguru. Das ist dein Lieblingsplatz. Wow, das war fantastisch. Affen. Hey, ist denn jemand zu Hause? Keine Elefanten. Eigenartig. Schnell, Morphe! Du musst zu einem Affen werden! Nein! Elefant ist viel wichtiger! Mach etwas, Morphe! Hallo, Affen! Was? Ein Elefant? Da steht, dass du eigentlich ein Affe bist. Sagten Sie Elefant? Wo ist er? Was? Morphe, verwandle dich in einen Delfin. Und einen Löwen. Wo sind die Papageien? Sind die Krokodile noch am Schlafen? Morphe, du musst dich schneller verwandeln. Was für ein fantastisches Tier. Das ist das coolste Tier überhaupt. Gut gemacht, Morphe. Hallo, Mila und Morphel. Diese zwei Affen sind wieder ausgebüxt und müssen so schnell wie möglich zurück in den Zoo. Könnt ihr uns hinbringen? Natürlich. Morphel, verwandel dich in einen größeren Bus. Vielen lieben Dank, Morphel der Bus. Und ihr zwei, ihr müsst schnell zurück zu eurem Felsen. Jetzt Eis? Ja. Mila, Morphel, Sarah und ich sind spät dran fürs Basketballtraining. Kannst du uns bitte hinfahren? Bitte. Okay.
mal los, Morphel. Ihr seid genau pünktlich. Dank Morphel. Danke, Morphel. Genau, danke, Morphel. Viel Glück. Wir sind endlich beim Eiswagen. Ciao, ragazzi. Welche Sorte wollt ihr denn heute? Ich glaube, ich möchte... Mila, Morphel, das seid ihr ja. Telefox hat die Haustiergrippe und muss sofort ins Krankenhaus. Könnt ihr uns fahren? Aber... Okay. Oh, wir holen uns danach Eis. Versprochen. Okay, los geht's. Okay, bis ganz bald. Warum hast du uns hierher gebracht, Morphel? Ist das Krankenhaus umgezogen? Morphel, nicht hergefahren. Das muss heißen, dass Telefox uns hierhin teleportiert hat, als er genießt hat. Ah, das muss wegen der magischen Haustiergrippe sein. Tut mir leid, Morphel. Ist okay. Oh, okay. Wir müssen sofort ins Krankenhaus fahren. Morphel, verwandle dich in einen fliegenden Bus. Oh, heiß! Telefox muss sich an einen heißen Ort gewünscht haben. Aber nicht in ein Krankenhaus. Hier gibt es definitiv kein Krankenhaus. Ich habe noch nie von einem Unterwasserkrankenhaus gehört. Hier ist kein Krankenhaus, aber der Baum, der die flauschigen Früchte trägt, wächst im Dschungel. Und die flauschigen Früchte heilen ja die magische Haustiergrippe. Ich glaube, ich sehe sie. Wow, das ist Papa Dschungel. Und Dr. Abraham. Dr. Abraham ist im Dschungel? Hallo ihr. Kann ich euch behilflich sein? Telefox hat die magische Haustiergrippe und braucht flauschige Früchte, um gesund zu werden. Ich glaube, Papa Dschungel kann da helfen, nicht wahr? Telefox geht es schon viel besser. Wir hatten echt Glück, dich hier im Dschungel zu finden, Dr. Abraham. Dschungel? Das ist der Dschungel von Papa Dschungel, direkt hinterm Krankenhaus. Du hast uns also doch zum Krankenhaus gebracht, Telefox. Aber sie waren doch hier. Keine Sorge, Kinder. Ich bringe euch euer Reis. Hallo, Mila und Morphel. Ich bin so froh, dass ihr mir heute helfen wollt. Gar kein Problem. Wir mögen sehr gern streichen. Ja! Das ist toll. So, das sind die vier Autos, die wir anmalen müssen. Und hier ist all die Farbe, die wir brauchen. Okay, kannst du das grüne Auto da drüben holen? Klar. Morphel, verwandle dich in einen Abschleppwagen. Super. Der Kunde möchte dieses Auto blau gestrichen haben. Also werden wir das tun. Wow, du bist echt super im Bemalen, Morphel. Okay, jetzt ist das gelbe Auto dran. Es soll lila werden.
Auto. Ich auch nicht. Mechaniker Joe muss sich geirrt haben. Wo ist das Auto, Morphle? Kein gelbes Auto. Doch, Morphle, da ist ein gelbes Auto. Ihr kennt doch die Farbe Gelb, oder? Ja, na klar doch. Okay, okay, vielleicht habt ihr es nicht gesehen. Ha, gelbe Abschleppwagen. Na gut, wenn er den will. Mila und Morphle, was macht ihr da? Wir malen den gelben Wagen lila an. Ja! Kommt mit, ich zeig euch, wo das gelbe Auto ist. Na, sieh mal an. Da ist echt kein gelbes Auto. Das Auto, das angemalt werden soll, ist das hier. Tut mir leid, ihr zwei. Ich war sicher, dass es gelb ist. Na gut, malen wir es lila an. Sieht super aus. Ich habe euch Limonade gemacht. Limonade! Hört ihr das? Oh, guck mal das Auto. Jetzt ist es gelb. Werde ich verrückt? Also werde ich nicht verrückt. Oh nein, die Kunden werden jede Minute hier sein. Schnell, Morphle, hol die anderen zwei Autos hierher. Chroma, kannst du uns helfen, die Autos richtig zu bemalen? Super, okay. Das gelbe Auto muss lila sein. Das orangene Auto grün. Kannst du das auch machen? Oh nein, die Kunden sind fast da. Letztes Auto. Und das Auto soll gelb sein. Wow, es ist wunderschön. Puh, ihr drei habt mir echt aus der Patsche geholfen. Danke. Hi, Mila und Morphle. Ich glaube, ich habe die Grippe und ich kann nicht mehr arbeiten. Können wir dir helfen, Herr Joe? Morphle, Hilfe! Diese Autos müssen schnell an ihre Besitzer geliefert werden. Und ich habe diese Liste. Oh je, alle Namen der Fahrzeugbesitzer sind verschmiert. Aber ich glaube, wir kriegen das trotzdem hin. Morphle, verwandle dich in einen riesigen roten Laster. Ich glaube, der Traktor muss zu Polizist Freeze. Polizist Freeze braucht einen Traktor? Yep, ich glaube, das ist, was auf der Liste steht. A
Aber ich... Tut mir leid, Polizist Freeze, aber wir sind in Eile. Dass wir das Polizeiauto hier abliefern sollen. Sorry. Huch, ich habe euch gar nicht gesehen. Das ist unmöglich. Nicht so schnell. Oh nein, ich glaube, wir haben einen Fehler gemacht, Morphle. Verwandle dich auch in ein Polizeiauto. Morphle, fang sie. So, lass uns unsere Gehirne verwenden und die Fahrzeuge zu ihren richtigen Besitzern liefern. Ich glaube, dieser Traktor gehört... Bauer Bob. Und der Eiswagen muss zu dem Eismann gehören. Ja. Hi, Mila und Morphle. Wie war's denn? Wurde zugestellt, Herr Joe. Ja, gut. Hat euch die Liste geholfen? Und das ist Cootie. Oh, was für ein Süßer. Und wenn er glücklich ist... Oh, Monster! Nein, nein, halt! Oh, Mist. Was ist los, Papa? Na, Cootie liebt es einfach, Leute zu erschrecken. Aber wenn er das tut, laufen sie weg und wollen nicht mehr mit ihm befreundet sein. Aber heute Nacht ist doch Halloween. Die Leute werden es mögen, wenn er sie erschreckt. Ja, Cootie, vielleicht solltest du mit Mila und Morphle auf Süßigkeitenjagd gehen. Ja, wir werden super viel Spaß haben. Hallo, Herr Vanderbus. Das sind eure Halloween-Kostüme? Die sind nicht mal gruselig. Renn, Hündchen, renn! Nein, halt! Oh, tut mir leid, Cootie. Aber ich glaube, Herr Vanderbus mag Halloween doch nicht. Lasst uns weitergehen. Wow, ihr seht ja toll aus. Echt gruselig. Und was sollst du sein? Oh! Was für ein tolles Kostüm. Ich habe mich seit Jahren nicht so gegruselt. Yay! Vielen, vielen Dank. Mama, Sie haben mein Kostüm geklaut. Was? Wer? Das waren wir. Wir sind jetzt die Halloween-Kostümbanditen. Und das Kostüm von dem Kleinen ist bei weitem das gruseligste. Wir wollen es.
Es geht nicht ab. Wir müssen weg, Jan. Morphle, verwandle dich in eine Spinne. Tu uns nicht weh! Kostüme von allen gerettet. Tut mir leid, dass ich dich vorhin Monster genannt habe. Willst du mein Gefährte sein? Wie wär's mit einer kleinen Geschichte vom Schlafengehen? Hey, gute Nachtgeschichte! Es war einmal in einem fernen Königreich. Da lebten ein tapferer König und seine schöne Tochter. Doch dann kletterte ein Riese den Turm zu ihrem Schlafzimmerfenster hoch und entführte die Prinzessin. Was? Warum entführt der Riese nicht mal stattdessen den König? Aber wer rettet denn dann den König? Die Prinzessin natürlich. Morphle! Und Morphle. Na gut. Der Riese entführte den König und rannte mit ihm weg. Hilfe! Oh, Prinzessin, rette mich! Oh nein, wir müssen den Riesen aufhalten. Morphle, verwandle dich in eine Ritterrüstung. Perfekt, jetzt könnt ihr den König retten. Nein, wir brauchen erst ein Schwert. Ja, ein magisches Schwert! Ja, ein magisches Schwert. Aber der Riese kommt davon. Ich weiß, in dem Felsen da steckt ein magisches Schwert. Komm, ich versuch's mal. Toll! Wow! Habt ihr das gesehen? Okay, also was ist so magisch am Schwert? Es kann jedes Monster besiegen, indem es einen Regenbogen macht, sodass sie glücklich sind. Was? Oh! Ah! Tut uns leid, alle zusammen. Wir haben eure Sachen geklaut, während ihr beschäftigt wart. Bis wir diesen wunderschönen Regenbogen gesehen haben. Wir wollen nicht mehr böse sein. Oh, alles klar. Aber wie findet ihr jetzt den König? Der Riese ist schon lange weg. Ihr solltet den Drachen fragen. Ja, der Drachen wird es wissen. Nein, ihr müsst den Riesen finden. Die Geschichte geht um den Riesen. Nehmt mein Pferd, um den Drachen zu besuchen. Oh, vielen herzlichen Dank. Na gut. Auf zum Drachen! Aber wisst ihr überhaupt, wo der Drache wohnt? Na, da drüben natürlich. Seid ihr sicher, dass ihr reingehen wollt? Es sieht gruselig aus. Die Prinzessin konnte nichts sehen. Es war viel zu dunkel in der Drachenhöhle. Hallo? Also beschloss sie, den Riesen zu suchen. Aber zuerst erhellte das magische Schwert der Prinzessin die Höhle. Wow,
Okay, okay, netter Trick. Ihr wollt bestimmt wissen, wo der Riese lebt, oder? Ihr solltet zum Berg nebenan gehen. Wirklich? Der Berg, wo die Hexe lebt? Also besuchen wir sie zuerst? Okay. Auf zur Hexe! Oh nein. Hier ist die Hexe. Fragt sie. Oh, hallo. Hallo, Frau Hexe. Wir suchen nach dem Riesen. Können Sie uns helfen, ihn zu finden? Ja, ich weiß genau, wo er wohnt. Geh ein paar Schritte zurück, meine Liebe. Noch ein bisschen mehr, bitte. Ah, natürlich, die Burg des Riesen. Und da ist der Riese. Er ist so groß und gruselig. Du musst mich retten, Prinzessin. Aber erst musst du mich besiegen. Und dann machte die Prinzessin den schönsten Regenbogen, den man je gesehen hatte. Und verwandelte den Riesen von böse in gut. Was? Und zur Feier des Tages gab es eine Teeparty. Yay, ich bin gerettet. Ah, ich glaube, damit ist die Geschichte wohl zu Ende. Das war die beste Geschichte aller Zeiten, Papa. Findet ihr wirklich? Kannst du uns noch eine Geschichte erzählen? Naja, ich kann euch morgen noch eine Geschichte erzählen. Aber jetzt ist es Zeit zu schlafen. Im Schlaf könnt ihr euch jede Geschichte erträumen, die ihr wollt. Los, Morphel, gehen wir auf ein großes Abenteuer. Großes Ei, Troy. Ja, ich habe es gerade hinter einem Baum gefunden. Heute ist Ostern. Hey, guck mal. Wow, das ist so cool. Hui. Wusch, wusch, blip, blop, blip, blop, blop, blop. Ich will auch so ein magisches Osterei. Wir hätten auch gern ein Ei. Vielleicht hat der Osterhase noch mehr Eier versteckt. Oh, lasst uns eine magische Ostereiersuche machen. Wir werden die meisten Eier finden. Das werden wir ja sehen. Morphel, verwandle dich in ein Rennauto. Los geht's! Möge der beste Bandit gewinnen. Was? Wow! Mr. Action! Ja! Also haben nicht alle Eier Spielzeug drin. Oh, er wollte dich nur umarmen. Thank you.
Hab eins gefunden. Ja, ich frag mich, was drin ist. Ich bin sicher, es ist eins der letzten Eier. Ich hoffe, es ist was Gutes. Was? Es ist leer? Nein, Stein, da ist Konfetti drin und ich liebe Konfetti. Ich kann keine Eier mehr finden, Morphel. Oh, wow! Ja, guck mal, guck mal! Wow, wir sind so hoch oben. Ja, guck mal. Noch ein Ei. Ein goldenes Ei. Das ist das letzte Ei in der ganzen Stadt. Und es ist unseres. Oh nein, ist das nicht. Morphel, verwandle dich in ein Flugzeug. Oh, es hat Flügel. Und es kommt auf uns zu. Aha, ich habe eine Idee. Morphel, flieg vor das Ei. Jetzt puste ein paar Wolken höher in die Luft. Jetzt kann das Ei nicht sehen, wo wir sind. Und wir können fangen. Oh Mann. Du hast das Ei gefangen. Mal sehen, was drin ist. Wow! Hä? Schokolade? Lecker! Das war lustig. Möchtet ihr auch Schokolade? Ja. Dankeschön. Ach, wie schade. Ich wollte doch so gerne ein Bild von einem Chamäleon. Na klar, Chamäleons können ihre Farbe wechseln, sodass sie nur sehr schwer zu erkennen sind. Oh. Wow! Morphel will sein Chamäleon auch. Morphel, nicht wechseln zu Chamäleon. Schau da drüben, Morphel. Oh, Chamäleon kann gut verstecken. Oh, eine tolle Idee. Lass uns Verstecken spielen. Chamäleon, willst du denn mit uns Verstecken spielen? Toll, los geht's. 1, 2, 3.
los, Morphe? Morphe so einfach zu finden. Morphe Rot. Ich habe eine Idee. Ich bin gleich zurück. Hallo, Mila. Hi, Mr. Maler. Könnte ich mal kurz Ihre Farbe und Pinsel ausleihen? Aber natürlich. Es ist immer schön zu sehen, wenn die Zukunftsgeneration gerne malt und, naja, wenn... Okay, bin bereit. Chamäleon, dieses Mal musst du Morphe und mich suchen. Okay, Morphe, bleib stehen. Bleib ganz still für ein bisschen. Tada! Oh, hi! Das Chamäleon kommt. Bleib stehen, Morphe. Du hast mich. Aber du musst noch Morphe finden. Morphe auch gut im Verstecken. Ja. Ah, da bist du ja. Und du hast das Chamäleon bei dir. Oh, nein. Warte mal eben, Onkel Wilford. Das ist gut. Danke sehr, Mila. So, Morphe, du kannst nun auch ein Foto mit dem Chamäleon machen. Morphe? Ah, hi. Es ist ganz schön heiß heute. Ja. Morphe, will Eiscreme. Das ist eine tolle Idee, Morphe. Warum holst du uns nicht Eiscreme vom Eisverkäufer dort drüben? Yay. Vergiss nicht, mir auch eins mitzubringen. Okay, Papa. Der Eisverkäufer fährt schon weg. Oh nein. Los, ihm hinterher. Morphe, verwandle dich in einen Eiscreme-Rennwagen. Hallo, Kinder. Wollt ihr Eiscreme kaufen? Ja, bitte. Mach, che bello. Ich habe Schokolade-Eiscreme, Vanilla, Erdbeere, Jalapeno, Beton, rohe Zwiebel, Mayonnaise, Ich nehme Vanille. Schokolade. Und rohe Zwiebel für Papa. Das mag er bestimmt. Ja. Wirklich? Das ist das erste Mal, dass ich diese Sorte verkaufe. Danke vielmals. Lass uns schnell zurück zu Papa, bevor seine Eiscreme schmilzt. Ihnen nach, Morphe. Ja, wir haben sie abgehängt, ja. Oh. Oh nein, habt ihr nicht. Ich könnte jetzt aber wirklich mein Eis gebrauchen. Wir sind zurück, Papa. Toll. Eiscreme geschmolzen. Oh nein. Ich hatte solche Lust auf Eis. Oh, oh nein. Wir holen neue. Wir sind gleich.
gleich zurück, Papa. Hey, ciao. Wieder zurück? Noch eine rohe Zwiebel-Eiscreme, bitte. Wow. Das ist das zweite Mal, dass ich rohe Zwiebel-Eiscreme verkaufe. Zurück zu Papa, Morphle. Schnell. Ja. Heute ist der beste Tag meines Lebens. Oh, Banditen. Dieses Eis gehört nun uns. Ja, es gehört uns. Ist das mein Eis hier? Verzeihung, wir wollten wirklich gib es wieder. Danke, Mila und Morphle. Das Eis ist gar nicht geschmolzen. Hoher Zwiebelgeschmack? Um den nationalen Tag der Dinosaurier zu feiern, hat Professor Rashid der Stadt geholfen, ein besonderes Dinosaurierrennen zu organisieren. Wow, das ist so cool. Komm, wir nehmen auch teil, Morphle. Verwandle dich in einen T-Rex. Aber halt, wir haben noch einen Teilnehmer. Der Gewinner des Rennens erhält diesen wunderschönen Preis. Sind alle bereit? 3, 2, 1, los! Lass uns auch mitmachen, Jorn. Ja. Ja. Jetzt gewinnen wir! Meine Damen und Herren, wir haben einen Gewinner! Dinosaurierklauen. Nicht in meiner Stadt. Herzlichen Glückwunsch an den Gewinner! Immerhin gibt es einen fairen Gewinner. Ha!
Hallo, Polizeiofficer Freeze. Was machen Sie denn hier so früh? Ich konnte es nicht erwarten, dich abzuholen. Los geht's. Was? Was? Wohin bringst du Mila? Ich bringe Mila ins Gefängnis. Mila! Fahrrad! Mila im Gefängnis! Morphe muss holen Mila raus! Wenn Morphe hilft Polizist, dann Polizei befreien Mila! Du, Zummeln! Morphe gibt dir Strafzettel! Was? Warum bekomme ich ein... Das ist doch kein Strafzettel. Ich will hier wirklich nicht allzu lange bleiben. Morphe, hilf dem Polizisten mehr! Weg! Weg, sag ich! Raus aus meinem Garten! Was machst du denn hier, Morphe? Was machst du denn? Du sehr gemein zu Vögel! Morphe, Polizeiauto, du geh in Gefängnis! Du kannst nicht Leute einfach ins Gefängnis bringen, Morphe! Oh nein! Was? Das war echt lustig. Oh Mann! Ha! Viel Müll! Oh, wie toll! Wo sind meine Reifen hin? Was? Ein Strafzettel wegen Müll? Du kannst nicht sein auf Gras! Ich darf nicht auf das Gras in einem Park? Warum sollte ich... Morphe gibt dir Strafzettel. Das ist doch unglaublich. Kinder heutzutage. Das ist toll. Einfach toll. Das war toll. Ab jetzt wirst du immer dran denken. Bleib auf freiem Fuß. Mila! Nicht im Gefängnis? Nein, ich war nie im Gefängnis. Polizeiofficer Freeze hat mich rumgeführt in der Polizeistation. Oh! Aber Morphe wollte befreien Mila. Dann Morphe bringt Verbrecher in Gefängnis. Was? Oh nein. Du kannst nicht einfach so Leute verhaften, Morphe. Ich hatte viel Spaß mit unserem winzigen roten Freund.